Hey, Ostassensternchen, was geht? Willkommen zurück zu einer Runde Tanky X. Und es gab vor ein paar Tagen nun ein Update in diesem Game. Und in diesem Update gab es unter anderem Bugfixes sowie nun ein Test-Support für die Maussteuerung, die ihr hier sehen könnt. Es gibt im Moment noch keine Option, diese Maussteuerung zu deaktivieren. Nun, das heißt, man ist wirklich gezwungen, die Maussteuerung zu benutzen, sofern man die Maus bewegt. Das heißt, sollte man die Maus nicht bewegen, kann man weiterhin mit X und Y seinen Panzer, hier wie man glaube ich sehen und hören kann, ja, seinen Turm bewegen. Man kann aber natürlich auch, jetzt müsstet ihr nichts hören und aber auch vor allem etwas sehen, man kann nun auch die Maussteuerung benutzen. In der Ankündigung gab es wiederum den Hinweis, ja, diese Option kann man später abschalten. Die gehen halt wahrscheinlich genau denselben Weg wie ich. Erstmal die Basisfunktionen liefern, um zu schauen, wie das ankommt. Und dann kann man im späteren Durchlauf auf Änderungen eingehen und Sachen, die nicht wirklich benötigt werden, hinzufügen. Beispielsweise wie dieses An- und Ausschalten, was jetzt nicht unbedingt benötigt wird, weil wie ich gesagt habe, die Maussteuerung tritt ja erst dann in Kraft, wenn man auch wirklich anfängt, die Maus zu bewegen. Es gibt also insofern einen, das finde ich sehr schön, einen guten, einen reibungslosen Übergang. Das muss ich sagen, das ist dadurch sehr schön gelöst. Man aktiviert die Maussteuerung in dem Sinne wirklich nur, wenn man, das habe ich jetzt schon zum 10. Mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, die Maussteuerung wird erst aktiviert, wenn man die Maus auch benutzt. Das heißt, beziehungsweise erst dann sieht man die Auswirkungen der Maussteuerung. Die Maussteuerung ist immer an, aber von dieser Maussteuerung wird man nichts mitbekommen, wenn man die Pfeiltasten benutzt, beziehungsweise die Tastatur benutzt zum Ändern der Geschützrichtung und die Maus einfach ruhen lässt. Wenn ich jetzt aber irgendwas machen würde, ja zum Beispiel ich stoße meine Maus aus Versehen an, nun dann Goldbox. So, schauen wir mal, wo ist denn hier das Goldboxfeld? Finden wir das? Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob es ein Goldboxfeld gibt, was wir suchen müssen, oder ob die random einfach irgendwo fällt. Wir schauen einfach mal. Kann ja nicht so schwer sein, ne? Oder auch doch, je nachdem. Also im Moment sehe ich kein Feld, was hier irgendwo. Doch, dort, 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 dort. Ja gut, dann verstecken wir uns mal hier und aktivieren einfach mal Atom aus Prinzip. So. Und dann schauen wir mal. Ja. Ach Mensch. War auf jeden Fall eine knappe Aktion hier mit der Goldbox. Schade eigentlich. Wie dem auch sei, ja, auf jeden Fall, das ist sehr schön gelöst. Dadurch, dass die Maussteuerung immer aktiv ist und beides gleichzeitig supportet wird, hat man einen reibungslosen Übergang von der Maussteuerung direkt auf die Tastatursteuerung. Und insofern sollte man dort keine Probleme haben. So, heilen wir uns mal. Man sollte also da wirklich beim Wechsel keine Probleme haben. Wer also die Maussteuerung dumm findet und sie nicht haben will, kann dementsprechend locker trotzdem, wie man hier sehen kann, auch auf die ganz normale Tastatursteuerung wieder zurückgreifen, indem man einfach die Finger von seiner Maus lässt. So, jetzt gibt es einen kleinen Bug. Der Client hat sich gerade festgefahren. Wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt zwar Bugfixes. Ja, die gibt es, aber leider natürlich nicht komplette Fixes für alle möglichen Probleme. Dieses Freezing, ich weiß jetzt nicht genau, warum das war, aber ich habe in den Kommentaren erfahren, dass anscheinend die Leute, die auch Tanky X spielen können, dass die anscheinend genauso wie ich, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, weil ich kann das nicht zeigen, wenn ich Let's Playen will, aber ich zum Beispiel spiele auf den Auflösungen High und nicht Very High. Ich wollte Very High ausprobieren, weil ich mir dachte, hey, auf High läuft es ja dennoch flüssig, also vielleicht sogar auch auf Very High. Aber auf Very High hatte ich zum Beispiel bei Kungur gar keine Chance. Da hatte ich komplett, also ich hatte da wirklich Standbilder. Ich konnte wirklich, sagen wir mal, die Kamera im Spectator Mode flüssig bewegen. Wenn die Kamera gerade
auf Stellen außerhalb der Karte gezeigt hat, hat aber die Kamera auf die Brücke in Kungur gezeigt oder irgendwo hingezeigt, wo Häuser und so weiter waren, dann ging da gar nichts mehr. Da hatte ich 5 FPS höchstens. Das war wirklich höchstens. Also ich hatte ansonsten wirklich die schlimmsten Probleme, die man sich vorstellen kann in dem Bereich. Deswegen hoffe ich, dass das demnächst wirklich behoben wird, warum es auf Very High so zu massiven FPS-Einbrüchen kommt. Nun, das wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass hier natürlich sowas wie diese ganzen Shader und so weiter, sowas wie die ganzen Shader spielen natürlich dann eine große Rolle, weil die fressen sehr viel Speicher. Also was heißt hier sehr viel? Aber nun, solche Shader, umso detaillierter die sind, desto mehr fressen die natürlich an Leistung. Und da kann es sein, dass dort die Speicherverwaltung bzw. generell, dass das bei Very High noch nicht wirklich so umgesetzt ist, dass es dort schön optimiert ist. Aber anscheinend hat bis jetzt jeder oder beziehungsweise die gesagt haben, dass sie auf Very High Probleme haben. Also ich werde da wirklich nicht alleine anscheinend mit dem Problem dastehen, dass auf Very High das Spiel relativ unbrauchbar ist. Es war sehr schade, weil es auf Very High eigentlich sehr schön aussah. Aber wenn man nicht spielen kann, dann nützt es einem natürlich auch nichts. Was gab es noch für Fixes? Klar, also erstmal das hier. Das große Update, in Anführungsstrichen, das große Maus-Update, wenn man es so möchte. Maussteuerung-Update. Aber dazu gab es noch eine Message, beziehungsweise eine Message, die dann immer mal wieder hier auftaucht. Wenn es zu Serverwartungen kommen sollte, dann gibt es anscheinend jetzt eine Message, die das anzeigt. Ansonsten gab es noch Fixes in der Logik von Tanki. Da vor allem im Bereich des Hackings mit Wallhacks gab es anscheinend Fixes und generell, ich glaube, mit der Erkennung oder so. Da wurde auf jeden Fall auch ein bisschen getüftelt und geschraubt, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil wenn schon in der Beta-Phase die Leute keinen Bock mehr haben, weil das Spiel dominiert wird von Hackern, nun, da kann man sich vorstellen, dass wenn die Beta-Tester da komplett ausrasten und sagen, ey Leute, so eine Scheiße habe ich schon selten gesehen, habe ich wirklich selten gesehen, nun, dann wirft das natürlich kein gutes Licht auf das fertige Spiel. Deswegen ist es natürlich wichtig, auch schon in der Beta-Phase, sich darum zu kümmern, Hacks zu eliminieren bzw. zu minimieren, weil Lücken, die wird es wahrscheinlich immer geben. Aber das Ziel ist es natürlich, so viele Lücken wie möglich zu schließen und Hacks zu erstellen immer komplizierter zu machen, damit es sich irgendwann vielleicht nicht mehr lohnt. Ne? Deswegen ist da schon mal ein sehr guter Schritt gemacht. Inwiefern das effektiv ist, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Da weiß ich wirklich nichts. Ich hab mich auch noch nicht auf die Suche nach irgendwelchen Tanki X-Hacks begeben oder so, weil ich da wirklich mal die Finger davon lassen will. Erstens, weil ich nicht den anderen in dem Spiel den Spielspaß verderben möchte, vor allem nicht in der Beta-Phase. Und zweitens, weil man nie weiß, was man sich am Ende des Tages damit eventuell sogar einfängt. Denn ob es nun der liebe Hacker von nebenan ist, der nur den Spielern Spielspaß in Anführungsstrichen bringen will oder vielleicht aus dem PC einen Zombie machen will, das weiß man halt erst im schlimmsten Fall viel zu spät. Und dann ist wirklich vorbei. Ne? Dann ist aus dem Aus. Wie bei dem Typen hier gerade mit der Fleck. Aber ansonsten, ich sehe die Entwicklung von Tanki X relativ positiv, vor allem, weil das einfach, ich wurde auch schon gefragt, was findest du besser, Tanki X oder Tanki Online? Nun, die Spiele kann man nur wirklich zum Teil vergleichen. Erstmal was die Waffen und die Panzer und auch Karten angeht, da sind natürlich beide Spiele gleich. Die Aufmachung der Karten von der Positionierung der Elemente ist natürlich gleich in diesem Spiel, wie auch in Tanki Online, aber grafisch gesehen finde ich Tanki X natürlich viel gelungener. Es gibt Leute, die sagen jetzt, die Panzer sehen schlecht aus im Vergleich zu den Panzern in Tanki Online. Ja, es ist eine Umgewöhnung nötig, um hier
um hier die Panzer als gut zu betrachten, weil man natürlich die Panzer gewohnt ist in Tanky Online. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel so eine veränderte Hornet sieht, wobei die Hornet jetzt nicht wirklich so krass verändert wurde, aber natürlich gibt es da Sachen, die wurden etwas heftiger verändert als diese wunderschöne Hornet. Da ist es natürlich dann so, klar, dann sagt man, boah, das sieht so scheiße aus. Aber trotzdem, ich sehe die Zukunft von Tanky X rosiger als die von Tanky Online. Allein schon, weil es den Fakt gibt, dass Tanky X einfach auf Unity basiert, während Tanky Online auf Flash basiert. Und machen wir uns mal nichts vor, über kurz oder lang ist Flash einfach nur noch ein toter Dinosaurier, wenn man es so möchte. Das wird dann irgendwann gar nicht mehr benutzt. Das geht dann irgendwann ein, als das hat man damals mal genutzt, heute aber schon lange nicht mehr. Und allein schon wegen diesem Fakt ist natürlich die Zukunft von Tanky X rosiger als die von Tanky Online. Dann, grafisch gesehen, natürlich, Tanky X ist da um Meilen besser. Wir haben in Tanky Online 2D-Bäume, 2D-Flaggen. Da sind generell diese ganzen Texturen 2D. Und auch von der Auflösung her sind sie doch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Wenn man natürlich an diese ganzen Texturen ranfährt in Tanky Online, dann sieht man dort die einzelnen Pixel. Also hochauflösend, das sieht natürlich anders aus. Das einzig Gute an Tanky Online sind da wirklich auch die Shader, die die Entwickler da eigentlich gut eingefügt haben in das Game. Aber was die Texturen angeht, da ist Tanky Online einfach mal kompletter Schrott im Vergleich zu Tanky X. Wenn wir hier zum Beispiel auch Reflexionen in den Scheiben sehen können und so weiter. Und auch das ist natürlich nicht High-End in dem Sinne, aber auf jeden Fall schon 100-mal besser als das, was in Tanky Online geboten wird. Deswegen... Allein schon der Fakt, dass es auf Unity basiert, ist, macht Tanky X zukunftssicherer als Tanky Online. Und dann von der Grafik her ist auch dort Tanky X deutlich besser. Was jetzt die Spielweise angeht, da nehmen sich beide Spiele nicht viel. Auch da ist es dann wirklich egal, weil nur Tanky X ist Tanky Online und Tanky Online ist Tanky X. Außer was das System an sich angeht, mit den Waffen und so weiter, das wurde jetzt komplett umgestellt. Klar, es gibt jetzt nicht diese alten M-Stufen, die man sich kaufen kann, sondern die einzelnen Upgrade-Stufen, die U-Stufen, wenn man so möchte, anstatt die M-Stufen. Es gibt noch immer die M-Stufen, ja, aber die sagen nur, wie weit du deinen Panzer verbilligt verbessern kannst, indem du eben spielst, wie es auch in Tanky Online der Fall war. Du konntest auch dort die M-Stufen nur mit einem bestimmten Level erreichen. Davor hattest du keine Möglichkeit, außer durch Sets natürlich. Auch so ist es hier in Tanky X, dass du halt die jeweiligen M-Stufen erst mit dem Erspielen bekommst. Da kommt es dann aber auch nicht auf deinen Rang an, sondern lediglich auf die Zeit, die du mit dem Panzer bzw. mit dem Untersatz oder mit der Waffe verbracht hast. Alles in allem würde ich sagen, Tanky X ist da schon gelungener. Klar, das Spiel ist noch lange nicht fertig, auch hier gibt es Fehler. Und die Fehler, die werden dann wiederum so, oder die lege ich natürlich auch dann so aus, dass ich sage, ich bleibe natürlich im Moment lieber bei Tanky Online, weil Tanky Online nicht so fehleranfällig ist wie Tanky X. Sollte Tanky X aber dann auf demselben Level, was die Sicherheit angeht in dem Sinne, beziehungsweise was die Stabilität angeht, sollte dort Tanky X natürlich einen Zahn zulegen, dann bleibt für Tanky Online kaum noch irgendwelche Punkte übrig, wo Tanky Online besser wäre als Tanky X. Dennoch, Tanky X ist Tanky Online für mich und Tanky Online ist Tanky X. Habe ich das jetzt? Tanky X ist Tanky Online und Tanky Online ist Tanky X. So. So ist es nun mal. Es kommt ja vom selben Hersteller am Ende, klar. Und auch die Bezeichnungen sind ja gleich, deswegen. Das Spiel hat sich nicht wirklich geändert, aber dennoch, ich würde da wirklich, wenn man so sehen möchte, wenn man möchte Tanky spielen, ob jetzt Tanky Online oder Tanky X, das ist egal, aber möchte man Tanky Online oder Tanky, boah, ich komme da mit den Bezeichnungen durcheinander, möchte man Tanky aber noch mehrere Jahre spielen, dann würde ich über lange Sicht gesehen einfach sagen, lieber zu Tanky X wechseln, weil Tanky X nun mal das neue Flaggschiff werden soll und Tanky Online wird zwar supported, wenn dort natürlich die Nachfrage hoch ist, aber wie lange
und wie intensiv, nun, das wird die Zukunft zeigen. Deswegen würde ich dort wirklich lieber raten, wer Tanky spielen will, sollte sich lieber wirklich einen Account hier in Tanky X anschaffen, denn man muss natürlich jetzt nicht 24/7 Tanky X suchten, aber man sollte beide Spiele ungefähr gleich spielen, beziehungsweise vielleicht anfangen, zuerst mehr Tanky Online zu spielen und weniger Tanky X und dann das Ganze über die Zeit umdrehen, dass man am Ende wenig Tanky Online spielt und mehr Tanky X, denn so gewöhnt man sich mehr und mehr an Tanky X und Tanky Online wird sowieso irgendwann mal komplett dicht gemacht, denn warum sollte man doch irgendwas mit Flash machen, jetzt mal ehrlich. Das war mein kleines Fazit mal wieder hier am Ende des Videos, in dem Sinne, das ist auch kein Muss und ihr werdet wahrscheinlich auch gute Argumente dafür aufbringen, warum man zu Tanky X nicht wechseln sollte. Aber alleine nur zu sagen, Tanky X ist scheiße, reicht natürlich nicht. In dem Sinne, macht das YouTube auch besser. Rinnihauen.